Hi. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Also hört ihr jetzt meine wundervolle Stimme mal im Hintergrund, während ich was zeichne oder vielmehr was aufgenommen habe und das schnell abspiele. Es nicht ganz so langweilig wird. Ich hatte ja schon mal in ein paar anderen Videos gesprochen, fand das eigentlich ganz interessant und dachte, das mache ich weiter. Leider hatte ich für das Format wenig Inhalt bekommen und deswegen ist es nicht so einfach, da weiterzumachen. Also dachte ich mir, probier es was anderes und rede es einfach mal über alles Mögliche. Ich weiß noch nicht genau worüber. Das ist jetzt auch mehr so ein Vorstellungsvideo. Einfach nur, dass ihr meine wunderschöne Stimme auch mal hört. Auch mal ohne Skript. Kam ich mir echt ein bisschen blöd vor. Ablesen ist doof. Hier werde ich mir so frei von der Seele reden über alles Mögliche, was mir so passiert ist, was mich beschäftigt. Ja. Einfach mal so reden. Zur Not rede ich mit mir selber. Wenn ihr nicht zuhören wollt und das Bild ansehen möchtet, ihr könnt auch ruhig stumm schalten. Ja, wie ihr möchtet. Wie gesagt, ich habe jetzt noch keinen großen Plan. Es wird sich bestimmt was finden, worüber sich reden lässt. Es ist einiges passiert. Gerade in letzter Zeit. Wir sind umgezogen. Ich habe eine neue Arbeit. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Da findet man garantiert was. Auch über meine vorige Arbeit. Ich habe als Verkäuferin gelernt und habe da auch zeitlang dran gearbeitet. Da gibt es die ein oder andere lustige Geschichte mit Kunden. Das ist bestimmt ein Video wert. Generell so Geschichten, die man im Alltag erlebt. Oder sehr faszinierende Vorstellungen oder Geschichten. Ja, da kommt bestimmt was rum. Manche Leute sind sehr seltsam oder haben wunderliche Gedankengänge. Ich habe auch viele Tiere, darüber lässt sich auch was erzählen. Gibt es auch einige lustige Geschichten. Gerade von meinem letzten Hund, der hatte die ein oder andere lustige Eigenheit an sich. Vielleicht mache ich auch das ein oder andere Tutorial, wo ich einfach ja, zeige, wie ich arbeite. Ist ja immer schwierig, jeder arbeitet für sich selbst. Vielleicht findet ihr was Nützliches in dem, was ich so zu sagen habe. Oder zu zeigen, weil, wie gesagt, momentan komplett planlos. Aber irgendwas will ich machen. Bis jetzt hatte ich eigentlich immer Spaß, Videos zu machen. Oder das bisschen war ja nicht so viel. Ein bisschen Musik unterlegen ist auch auf Dauer auch langweilig. Ich werde die Videos auch beibehalten, indem ich einfach was zeichne und Musik drunter lege, sodass jeder was hat. Nicht nur die, die meine Sprache auch zufällig können. Ich mache viel auf DeviantArt oder auf Facebook. Das ist größtenteils alles auf Englisch. Und da ist es doch besser, wenn man ab und zu auch mal was hat, was in jeder Sprache funktioniert. Weil jeder mag ja eigentlich Musik. Muss halt nur ein bisschen aufpassen, weil YouTube ist ja mit dem Copyright und so, da sollte man vielleicht auch aufpassen. Auch wenn man noch keine Monetarisierung hat oder 50 Leute angucken, sollte man sich nicht angewöhnen, glaube ich. Wenn man einmal mit anfängt, zur Gewohnheit kriegt man eigentlich ganz schwierig wieder weg. Ja, vielleicht interessiert es auch eine dieser 40 Leute, die mich angucken oder mich abonniert haben. Hey! Oder verstehen mich überhaupt. Wie gesagt, ich mache viel auf Englisch. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Leuten tatsächlich auch Deutsch sprechen können. Und die meisten wahrscheinlich aber nur da, um die Bilder anzugucken. Naja, mal sehen, was die Zukunft so bringt. Falls euch irgendwas interessiert oder ein Thema habt, worüber ihr unbedingt jemand haben möchtet, der spricht, auch gern was im englischen Raum abgeht, einfach nur übersetzt möchte. Ich selbst war nie gut in Englisch in der Schule. Ich habe jetzt erst die letzten Jahre wirklich Englisch gelernt, indem ich einfach viel auf Englisch geschaut habe, auch die Programme auf Englisch genutzt habe. Gerade im Studium habe ich Maya und 3D Max immer auf Englisch benutzt und komme jetzt in der deutschen Version gar nicht mehr zurecht. Ich finde nichts mehr. Jetzt auch Photoshop und so weiter benutze ich fast alles nur noch auf Englisch. Ich gucke auch viele Videos nur noch auf Englisch. Ich kann es nur nicht sprechen. Ich komme so bescheuert vor, wenn ich irgendeinen Satz versuche auf Englisch zu sprechen. Deswegen bleibe ich jetzt auch auf meinem Kanal erstmal in meiner Heimatsprache, auf Deutsch, und rutsche nicht mehr so schnell ins Englisch. Ich habe es auch mal probiert, aber wie gesagt, ich kam mir so blöd vor. Naja. Schreiben geht, lesen funktioniert auch super, hören auch.
nur sprechen kann, mal vergessen. Das funktioniert nicht so wirklich. So. Ich glaube, das war jetzt auch genug fürs erste Video. Es sollten so, keine Ahnung, 5 Minuten sein. Dann danke ich mich für deine Aufmerksamkeit, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Wenn nicht, dann halt nicht. Und einen schönen Tag noch. Ciao.